Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es die gewünschte aktuelle Putzroutine von mir mit Babybäuchlein. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob ich die Sequenzen komplett lassen soll oder ob ihr sie im Schnelldurchlauf sehen möchtet. Ihr wolltet die kompletten Szenen sehen, allerdings wäre dann das Video wirklich viel zu lang geworden, denn ich habe die obere Etage geputzt und deshalb habe ich es ein bisschen gemischt gemacht. Ich habe es auch mit Musik unterlegt und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir dazu Feedback da lasst, wie euch das Ganze gefallen hat. Ansonsten ist es vielleicht eine kleine Inspiration und ihr denkt euch, hey cool, die Heidi hat so viel geputzt, jetzt lege ich auch los, oder ihr denkt euch, die hat geputzt und ich war auf dem Sofa gesessen und habe gechillt und habe mich einfach ein bisschen berieseln lassen. Genau, dafür sind diese Videos da. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß und los geht's! Meine Putzroutine startet in der Küche. Ich schiebe erstmal die Stühle auf Seite, da frühstücken die Jungs und die bröseln auch immer so ein bisschen den Boden voll, wer kennt's. Aber das ist kein Problem, ich muss die Küche ja sowieso durchsaugen, bevor ich sie durchwischen kann. Ich habe jetzt gerade erstmal die Bella reingelassen, die war kurz auf der Terrasse. Und wie gesagt, jetzt sauge ich erstmal gründlich die Küche durch. Ich verwende hier meinen Dyson-Staubsauger, den habe ich mir vor einiger Zeit gekauft. Das ist das ganz neue Modell. Ich habe euch aber schon des Öfteren erzählt, dass ich leider gar nicht damit zufrieden bin. Aber ich muss den jetzt gerade verwenden. Warum, seht ihr noch im Anschluss in diesem Video. Mein anderer Dyson-Staubsauger ist nämlich ein bisschen kaputt gegangen. Also der hat eine kleine Macke, aber wie gesagt, das seht ihr jetzt gleich noch im Anschluss. Danach räume ich die Spülmaschine aus, verräume das saubere Geschirr und habe dann in der Spülmaschine wieder Platz für das schmutzige Frühstücksgeschirr. Das räume ich dann auch alles ein und im Anschluss kümmere ich mich dann um mein Cerankochfeld, mein Teppanyaki und meine Arbeitsplatte. So, und wenn ich dann soweit die Arbeitsplatte fertig habe, kümmere ich mich um die Stühle. Da muss ich natürlich auch noch ein bisschen was wegwischen und das Ganze sauber machen. Und dann kann ich im Anschluss den Boden wischen. Dann geht es für mich rüber ins Wohnzimmer.
Hier schüttel ich erstmal die Kissen so ein bisschen auf und versuche so ordentlich hinzutrapieren. Hier habe ich noch ein Fake-Fell. Das ist halt so der Nachteil an der Ledercouch abends, wenn man sich hinsetzt. Ne? Deswegen habe ich da ein kuscheliges Fell. Und die Decke lege ich noch ordentlich hin und stelle alles auf Seite. Hier seht ihr jetzt das Problem von meinem Dyson. Ja, dieses Teilchen ist nämlich kaputt. Das kann ich nicht mehr größer machen, verlängern sozusagen. Und deshalb verwende ich eben meinen kabellosen Dyson. So, und wenn ich dann soweit das Wohnzimmer durchgesaugt habe, stelle ich natürlich alles wieder hin. Dann wird der Glastisch sauber gemacht. Das muss ich tatsächlich jeden Tag machen, aber das geht ja total schnell. Also das ist ja keine großartige Arbeit an sich. Der ist dann wieder schön sauber. Und dann nehme ich meinen Staubsaugroboter und der darf dann unter dem Sofa saugen, da ich da im Moment auch recht schwer mit meiner Kugel drankomme. Als nächstes gehe ich dann ins Esszimmer und kümmere mich um unseren Tisch. Den wische ich ab. Ich wische natürlich auch die Stühle gründlich ab und sauge dann den Teppich. Denn ja, ihr könnt es euch vorstellen, wenn da so viele Personen essen, dass sich da immer so einiges sammelt. Und im Anschluss stelle ich dann natürlich die Stühle wieder ordentlich hin. Und jetzt kommen wir natürlich zum unerlässlichen Thema, die Bäder. Das bleibt natürlich nicht aus, die müssen auch immer regelmäßig geputzt werden, also sprich jeden Tag. Wie gesagt, wir sind 6 Personen, da gehört es halt einfach dazu. Hier jetzt im Gästebad, einfach so für euch jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf und dann geht's rüber für mich ins Elternbad. Da mache ich natürlich auch das Waschbecken sauber und die Toilette, wische den Boden, aber das seht ihr jetzt alles gleich im Anschluss. Sitting lonely in my bedroom while you are in someone else's bed.
Dann muss ich natürlich auch jeden Tag die Treppe sauber machen. Also ich kehre die jetzt hier gerade runter. Hier herrscht einfach unglaublich viel Bewegung und dann entsteht eben Staub. Außerdem haben wir ja auch noch die Bella. Ich habe die Sequenz jetzt einfach mal kurz gehalten. Hier seht ihr jetzt, dass ich Lissandros Bett frisch beziehe. Normalerweise mache ich so, dass ich alle Betten an einem Tag abziehe, wasche und für den Abend eben frisch beziehe. Das ist mir im Moment aber etwas zu viel. Ich habe da einfach so meinen Plan für mich im Kopf. Und an dem Tag war eben Lissandros Bett dran. So, meine Lieben, das war meine morgendliche Putzroutine. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick gefallen hat. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr auch nicht, wann das kleine Mäuschen auf die Welt kommt und wir würden uns in den nächsten Videos einfach wiedersehen. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!